Es gibt topaktuelle News aus dem Holiday Park und damit haben wir den perfekten Anlass für ein neues Video eines sehr beliebten Formats auf diesem Kanal. Hier kommt die Zukunft vom Holiday Park. Anders als in den bisherigen Ausgaben dieses Formats geht es dieses Mal aber ausschließlich um die offiziell bestätigten Pläne für die Zukunft und eher weniger um Spekulation. Der Grund dafür ist, dass der Holiday Park so viele Neuheiten für die nächsten paar Jahre angekündigt hat, dass eigentlich gar kein Platz mehr für zusätzliche Spekulationen ist. Zu den vielen Neuheiten, auf die wir uns in Zukunft im Holiday Park freuen dürfen, zählen zum Beispiel zwei neue Achterbahnen, ein Dark Ride, mehrere Familienfahrgeschäfte und neue Charaktere im Park. Damit ihr trotzdem den Überblick behaltet, hier einmal alles kompakt und strukturiert zusammengefasst. Los geht's! Die Betreibergruppe Plopsa, um genau zu sein, der seit letztem Jahr neue CEO von Plopsa, Karl Lennartz, kündigte 2023 einen neuen Masterplan mit einem Investitionsvolumen von insgesamt 80 Millionen Euro für die nächsten Jahre an. Diese Pläne und Investitionen umfassen auch den neuen Wasserpark des Holiday Parks, der in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Hasloch am Standort des Badeparks Hasloch entstehen soll. Im neuen Erlebnis- und Freizeitbad sollen euch dann bald thematisierte Becken, Wasserrutschen und Co. erwarten. Ähnliche Wasserparks der Betreibergruppe Plopsa gibt es bereits an anderen Standorten, wie zum Beispiel auch gleich neben dem Plopsaland de Panne in Belgien. Zwischen dem Maya-Land und dem Parkplatz soll außerdem das Holiday Park Biene Maya Hotel entstehen. Hier ist allerdings vorerst noch keine Eröffnung in Sicht. Vermutlich geht es euch aber genauso wie mir, und ihr interessiert euch sowieso mehr für das, was im Holiday Park selber in Zukunft passieren wird oder zumindest geplant ist. Wir gehen dafür jetzt die angekündigten Neuheiten der nächsten Jahre in chronologischer Reihenfolge durch. Wir starten in diesem Jahr, denn bereits in Kürze dürfte die erste Neueröffnung anstehen. Dabei geht es um das neue Pferdekarussell im Themenbereich Pfälzer Dorf. Die Arbeiten daran neigen sich wohl langsam dem Ende zu. Schon wenige Monate später dürfen wir uns über die nächsten, bereits etwas größeren Neuheiten freuen. Im Sommer 2024 ziehen Blinky Bill, der Koala und seine Freunde aus der TV-Serie Die unglaublichen Abenteuer von Blinky Bill mit einem eigenen Themenbereich in den Holiday Park. Der Bereich entsteht derzeit unmittelbar neben dem GeForce-Eingang und so inmitten der Achterbahn, dort wo sich zuvor das Basecamp befand. Im neuen Themenbereich erwarten euch in diesem Sommer bereits zwei neue Kinderfahrgeschäfte. Zum einen Blinkys Seifenkisten, ein Speedway von Zamperla, auch bekannt als Whip, und zum anderen ein Crazy Bus, ebenfalls von Zamperla, namens Greenville Bus. Bei diesen neuen Attraktionen handelt es sich aber erst um die Grundsteinlegung des neuen Bereichs. Die Fertigstellung soll dann im nächsten Jahr erfolgen. Und damit haben wir auch direkt den perfekten Übergang zu den Neuheiten 2025. Die zweite Bauphase von Greenville Town, dem Heimatort von Blinky Bill, umfasst neben der Fertigstellung der Thematisierung mit einer laut Park, detailreichen Thematisierung und aufwendigen Felsarbeiten sogar noch eine weitere dritte Attraktion. Dabei soll es sich um eine Jeep-Safari handeln. Auch diese Attraktion kommt von Zamperla. Doch das war es noch lange nicht. 2025 eröffnet anstelle des ehemaligen Dark Rides Burg Falkenstein, der von 1987 bis 2022 seine Runden drehte und seine Mitfahrer ins Mittelalter entführte, eine neue Attraktion. Künftig laden euch hier die Schlümpfe auf eine abenteuerliche Reise durch ihre Welt ein. Das Fahrsystem von Mug Rides wird dabei erhalten bleiben. Von außen und natürlich von innen, sowohl im Wartebereich als auch während der Fahrt, wird sich die Attraktion aber grundlegend verändern. Statt durch düstere Verliese und Kriegsszenerien soll die Fahrt zukünftig durch Schlumpfhausen und an Gargamel Schloss und Co. vorbeiführen. Ich persönlich freue mich wirklich sehr über diesen großen Umbau, denn neue Dark Rides sind in deutschen Freizeitparks mehr als nötig und ich bin schon sehr gespannt auf das Endresultat. Was haltet ihr von dem Umbau? Vermisst ihr noch den Klassiker oder freut ihr euch über das neue Schlumpfabenteuer? Auch außerhalb der Attraktion dürfen sich Fans der Schlümpfe übrigens über passende Character Meet and Greets freuen. Der Holiday Park hat für 2025 aber noch eine weitere familienfreundliche Attraktion angekündigt. Wie wir seit heute, um genau zu sein, erst seit wenigen Stunden offiziell wissen, wird es sich dabei um einen Family Coaster von Gerstlauer handeln, der auf der Fläche zwischen Skyscream und dem See entsteht. Auch das Thema der neuen Achterbahn und dem ebenfalls neuen Themenbereich drumherum ist bereits bekannt. Hier wird sich alles um die Studio 100 Serie
100% Wolf drehen. Über die Ankündigung habe ich mich wirklich sehr gefreut. Nicht, weil ich ein großer 100% Wolf-Fan bin, was auch immer das für eine Serie ist, sondern weil es im Holiday Park mit Tabalugas Achterbahn derzeit nur eine einzige familienfreundliche Achterbahn gibt und das, obwohl sich der Park eigentlich eher an die ganze Familie und auch speziell die jüngeren Kinder richtet. Über eure Meinung zu dieser Neuheit freue ich mich wie immer natürlich in den Kommentaren. Kommen wir nun zu guter Letzt zum eigentlichen Highlight in diesem Video. Das Beste kommt ja bekanntlich immer zum Schluss. 2026 soll im Holiday Park nämlich noch ein Themenbereich eröffnet werden, samt einer großen neuen Achterbahn. Der neue Themenbereich entsteht in Zusammenarbeit mit dem weltbekannten Festival Tomorrowland, so wie es vor wenigen Jahren erst auch im Plopsaland de Panne der Fall war. In einem Interview mit dem niederländischen Online-Magazin Loopings bestätigte der CEO von Plopsa, dass die Achterbahn im Tomorrowland-Bereich ebenfalls, genau wie in The Panne, ein Extreme Spinning Coaster von Mack Rides werden soll. Er deutete auch an, dass sich die beiden Bahnen vom Layout voneinander unterscheiden werden. Die Version in der deutschen Pfalz soll wohl sogar noch spektakulärer als The Ride to Happiness werden und außerdem kompakter, aber streckentechnisch nicht kürzer als ihr Vorgänger. So eine Achterbahn in Deutschland kann man sich eigentlich nur wünschen und gerade dem Holiday Park schadet ein neues großes Highlight neben GeForce sicher nicht. Der neue Themenbereich samt Mega-Achterbahn entsteht am großen See im hinteren Parkteil, auf dem sich die Wasserskishow bzw. das Aquastadion befand. Das ganze Projekt wurde bereits zum zweiten Mal verschoben. Ursprünglich war der neue Bereich samt Achterbahn für dieses Jahr geplant, wurde dann auf 2025 und zuletzt 2026 verschoben. Ich hoffe, dass es dabei jetzt aber bleibt und wir uns schon in nicht allzu ferner Zukunft über Ride to Happiness 2.0 im Holiday Park freuen dürfen. Abschließend muss ich sagen, dass ich wirklich ein großer Fan dieser sehr ambitionierten, aber ehrlich gesagt für den Park auch nötigen Veränderungen bin. Ich bin gespannt auf die Ergebnisse und denke, wir sind uns alle einig, dass ein Besuch im Holiday Park aller spätestens 2026 für jeden anstehen sollte. Einige Bilder und vor allem Informationen in diesem Video habe ich der inoffiziellen Holiday Park Fanpage auf Facebook von Coaster World zu verdanken. Schaut gerne auch mal dort vorbei, um von zukünftigen Ankündigungen zu erfahren und Updates aus dem Holiday Park zu erhalten. Damit war es das dann auch schon wieder mit dem heutigen Video. Ich hoffe, euch hat meine kleine Übersicht zur Zukunft des Holiday Parks gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Damit bis zum nächsten Mal und ciao!